Herzlich willkommen zu einem neuen Solo-Abenteuer mit mir, Ursus. Unser Abenteuer führt uns zu Monster Hunter Stories 2, Rings of Ruin. Ja, ein Monster Hunter Teil. Ich bin gespannt. Ich habe den ersten Teil davon nicht gespielt. Ich hoffe, ich brauche ihn nicht. Irgendwelche Background-Wissen. Aber bis jetzt hat man es bei Monster Hunter nie gebraucht. Nach meinen Erfahrungen. Ich habe so einige Monster Hunter, die ich spielt. Ich glaube, am meisten habe ich Monster Hunter World gespielt und das neue für Switch. Fand ich auch sehr gut. Könnten wir vielleicht auch mal Videos aufnehmen. Ich glaube, Turtle Hard World auch. Wenn ihr das gerne wollt, schreibt es mal in die Kommis. Ja, ich hoffe, der Sound ist okay. Spiel. Ich habe schon mal die Soundeinstellungen im Spiel überprüft und glaube, die sind okay so. Dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal mitten ins Spiel hinein. Neues Spiel. Genau. Ich habe ein Autosave, das waren meine Testsachen. Kann ich abbrechen. Starten. Genau, es gibt, ich glaube, irgendwie kostenlos Tränke hier am Anfang. Genau, ich spiele bereits nach dem ersten größeren Update. Da ist der Palamut reingebracht worden. Aber ich denke, ja, das werden wir noch alle im Spiel rausfinden. So, Charakter. Auswahl. Der Ursus ist. Ist irgendwie männlich. So, dann klicken wir uns mal ein bisschen durch. Das habe ich vorhin alt übersprungen. Aber für Gesichter. Was sieht. Seht euch diese Auswahl an Gesichter an. Wahnsinn. Ja, der sieht aus wie ein Ursus. Hautfarbe. Ja, wir sind irgendwie so. Frisur. Was haben wir denn hier so schicke? Ich mach mal die Kopfbedeckung weg. Dreh uns mal ein bisschen. So, was sieht uns denn ähnlich? Ja, diese Frisur kommt der meinen, so gut es geht, ähnlich. Aber wir müssen ja nicht mich bauen, sondern einen coolen Rider. Den müssen wir ja bauen. Oh ja, schön Raster locken. Ja, da sehe ich mich. Definitiv. Wer Ursus im echten Leben kennt, weiß, ja, genau das ist seine Frisur. Ja, nach dem Aufstehen sehe ich genauso aus und nach dem Campen sehe ich so aus. Ja. Aber es gibt eine Frisur mit Brille. Warum gibt es das, die Brille nicht als Accessoire für alle? Naja, gut. Oh ja, was machen wir denn? Ich finde die ganz schick für einen Anime-Stil. Haarfarbe, beide ändern. Haben wir denn zwei Stück? Oh, wir haben Strähnchen, haben wir. Was für ein schönes Grün. Ich stehe ja voll auf die Farben Grün und Orange. Okay, hier ist die Augenbraue mit drin. Ups. Na, gucken wir mal, ob wir ein cooles Grün hinkriegen hier. Ja. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. So, dann machen wir so richtig schön. Oder schwarz. Schwarz passt auch immer, aber nee. Versuch mal ein schönes Orange hinzukriegen. Ja. Ja, das ist okay. Hätte ich jetzt gerne in den Afro gesehen, muss ich sagen. Augen, so wie sehe ich denn aus? Ja.
So sehe ich aus. Boah, Monster-Augenbrauen. Bisschen naiv. Ja. Oh ja. Sieht man so einfach so eine Seele. Ich überlege jetzt gerade, aber wollen wir so einen lustigen Charakter mal machen? Dann nicht mal so ernst sein. Das ist bestimmt lustig. War ja noch die Augenfarbe. Ja. Die ist ja, glaube ich, vollkommen schnurzegal. Einfach mal rein für das gute Gefühl. So, was haben wir denn noch so einen lustigen Mund dazu hier? Auch nicht viel Mund. Münder. Munter. Ja, die Mehrzahl von Mund ist munter. Ja, das passt irgendwie. Make-up. Ja, über Harry Potter sein. Ah, was machen wir denn da, Schicket? Wer hat Namen, ne? Wer Outriders gesehen hat, weiß es. Wir kassieren ja keine Treffer. Also haben wir auch keine Narben. Ich glaube, sowas passt hier zu diesen Augen, ne? So ein Stimmen, so Stimme abspielen. Testen wir mal. Stimme Nummer 1. Okay, Stimme Nummer 2. Stimme Nummer 3. Die Stimmen klingen irgendwie immer gequälter. Ja, die passt irgendwie nicht. Irgendwie klingt das, als wenn das direkt von Link ist, die Stimme. Ein bisschen. Die passt. Ja, komm, wir nehmen die hier. Name. Namen und Grüße können durch Online- oder lokale Kommunikation übertragen und mit anderen Spielen dann blablabla Verstöße. Jetzt ganz genau. So. Dann gebe ich mal unseren Namen ein. So, das ist Ursus. Aktion ansehen. Das ist Ursus, wie er läuft. Das ist Ursus, wie er rennt. Hier steht Ursus. Da läuft er wieder und da rennt er wieder. Wahnsinn, er kann einfach so vieles. Ja, machen wir mal. Mit so einen toten, seelenlosen Augen. Capcom Presents. Drachen. Kenji Oguro, Takahiro Kawano, so viele Namen.
Jetzt sieht's richtig ab. Es gibt immer einen in der Gruppe, der so aussieht. Und Glühwürmchen verfolgt. Lauf! Die tödlichen Glühwürmchen! Oh nein. Ein Glück passt sie da durch. Nein, Glühwürmchen! Oh nein! Oh, das war knapp. Boah, Glück gehabt. Okay, ist das ein grüner Ratter los? Das ist Moos. Das ist Moos, glaube ich. Das sieht ja cool aus, ey. Vergiss sie. Ja, komm lieber in unser Team. Noch das Ei. Perfekt ausbalanciert. Die rote Flut. Es trifft jeden. Lauf. Ah, toll. Dann steht da bestimmt jetzt so eine Fehde. Oh, noch mehr Namen. Nur wie ihr merkt euch die ganzen Namen. Ich frag die nachher ab. Ja, die rote Flut. Kyo-Joko. Oh.
Monster Hunter Stories 2 oder auch MHS 2 genannt. Klingt ja wie eine Krankheit. Ich habe MHS 2, Typ 2. Dorf Mahana. Oh, der ist der süße Vogel. Die stechen überhaupt nicht heraus aus der Menge. なぜ危険なレウスが生息しているのに、どうして黙っていた。危険なレウス？聖なる山にいたのは島の守護をしている守りレウスだ。そのレウスのせいで負傷者が出たのだぞ。それはあんたたちが守りレウスに武器を向けたからだろう。丸腰でモンスターに立ち向かえというのか。ここはライダーの島だ。守りレウスに武器を向けるなんて 許されることではない。レウスを聖なるモンスターと崇めるあんたたちの考えはまるで理解できん。おお、俺たちは相容れないようだな。はい、そこまで。二人ともカッカしない。島のお祭りにハンターの皆さんを呼んだのはハンターとライダー、お互い仲良くなりたかったからじゃない。 Keiner hallo, wir sind voll erwachsen, wir sehen halt bloß ein bisschen anders aus. Nein, Gara-sama. Soreja, Hunter-san Hanashi o kikimashou ka. Kikenna Reus tte itte mashita kedo, dou iu koto? Jōhou ga haittan da. Kono shima ni Hametsu no tsubasa o motsu kikenna Reus ga seisoku shite iru to. Hametsu no tsubasa? ああ、そのレウスが羽ばたくとき、世界は滅びると言われている。ガラ様、破滅の翼だなんて聞いたことがありません。破滅の翼か。それはリオレウスにまつわる伝説だ。古の時代、この地に世界を破滅に追いやったレウスがいたと。でも。 それは伝説なんですよね。ではあるがな。今我らがすべきことは異常事態が発生した原因を突き止めることだ。そうですね。なんで海の色が変わったのか、あの光は何だったのか、レウスはどこへ行ってしまったのか、わからないことだらけです。調査隊を組み、周辺の調査に当たろう。はい。 Machen wir. Klar doch. Oder auch nicht. Du möchtest dich auch dem Erkundungsteam anschließen? Ja. Ich weiß nicht recht, das könnte gefährlich werden. Und dieses Kind wurde ja gerade erst zu einem echten Reiter. Ja, wenn wir doch einer sind. Hat das eigentlich irgendwas mit Twix zu tun? Bin ich ein linker oder bin ich ein rechter Twix? Du machst die Sorgen um Wächterrater, nicht wahr? Es ergibt Sinn. Schließlich war er das Monsti deines Großvaters. Wie nennen sie also wirklich Monsti? Das ist ja irgendwie wieder zu niedlich irgendwie. Er kann ja, also wenn du einen Ratalos Monsti nennst. Er kann ja gar nicht mehr böse sein. Dein Großvater, Wet, auch ein großer Pokémon-Spieler, war ein guter, aufrechter Rider. Er hat unseren Stamm angeführt und diese Insel an der Seite des Wächters, des Wächterrater beschützt. Ich wünschte wirklich, er wäre noch hier. Ich wette, er wüsste, was zu tun ist. Ja. Du wirst dich dem Team anschließen. Ja, bald. Bist du sicher überhaupt, Gara? Das ist eine große Aufgabe für einen Frischling.
Keine Sorge, Kana. Ihr geht zusammen. Kana kann dich führen. Nutze diese Erfahrung, um zu lernen, was du kannst und was du als Rider tun musst. Das heißt, ich werde eine Lehrerin sein? Stimmt, irgendwas nicht? Nein, nein, das klingt sogar irgendwie cool. Wenn du das so willst, Oberhaupt, bin ich dafür. Ja, dann bring mir mal ein paar Sachen bei. Okay, dann beginnt jetzt die Rider-Stunde. Verlier bloß den Anschluss nicht, Neuling. Ja, bald. Eins nach dem anderen. Zieh dir deine Rider-Montur an. Klar doch. Schwupps, jetzt sehen wir aus wie alle anderen. Oh, endlich ist dieses komische Stirnband weg da. Dieses Hörnchen, jetzt sah ja überhaupt nicht komisch aus. Oh wow, du siehst schon echt gut damit aus. Triff dich bei den Stallungen, wenn du bereit bist. Wir werden mit Rider-Regel Nummer 1 beginnen. RR, die Rider-Regel. Regel. Kann man ja nicht ohne Betonung aussprechen dann. Story-Quests. Geburt eines Riders. Ein ominöses rotes Licht blitzt in der Nacht des Festivals. Der Beschützer der Insel, Wächter Rata, verschwindet. Was könnte diese seltsame Vorgänge verursachen? Oberhaupt Gara weist die Rider des Dorfes an, der Sache nachzugehen. Und so machst du deinen ersten Schritt. Schritt? Jetzt hab ich das, ne? Einmal Rider Regel ausgesprochen, das kann ich keine SCHs mehr aussprechen. Deinen ersten Schritt als Rider. Ich kann auch einfach Rider Deutsch aussprechen. Rider. Gibt's auch als elektronische Fassung. Das ist dann der E-Book-Reader. Nutze L, um dich zu bewegen und R, um die Kamera zu steuern. Die Orange zeigt irgendwie unser Ziel. Ja, sprechen ist mit A. Das ist unser Quest-Ziel. Speichern kann im Bett, in deinem Haus oder an jedem Katzer-Warnstand gespeichert werden. Okay, das werden wahrscheinlich die Katzen sein. So. Dann beginnt das Spiel. Schauen wir uns mal kurz ein bisschen um. Da steht da. Okay, wir können langsam gehen zu diesem Stand. Oder auch ganz schnell. Ja, so die Kamera. Die bewegt sich erst langsam und dann schnell. Damit das die fällt und man das einstellen kann. Dann mal da sehen. So, wir sollen da hinten hin zu dem orangen Pinöpel. Machen wir mal. So ein Großschwert. Gerüstet. Hey. Den Weg. Schön, ich hab die ganzen Namen nicht im Kopf mehr, ne? Habt Nachsicht. Down in der Junge. Eines Tages werde ich zum Monsterexperten. Wirst schon sehen. Jemand, den man Wunderkind im Feld der Monsterforschung nennt. Starke Eier riechen gut und sind schwer. Trotzdem können wir die Guten nicht immer von den Schlechten unterscheiden. Aber starke Eier riechen gut. Wisst ihr Bescheid, ja? Ich kann nicht schreiben. Was riecht denn hier so? Oh, das sind meine starken Eier. Schon klar. Oh Mann, ja. Hätte ich doch nur einen Navigator als Partner, der mir sagen kann, welches Ei das beste Aroma und Gewicht hat. Oh ja. Sehr schön. Haben wir schon mal gelernt, ja. Starke Eier riechen. Da komme ich jetzt nicht drüber hinweg. Oh, gut, wir quatschen mit ihr. Ja, bye.
一人前のライダーになれるはずよ。そう、その調子だからね。それではライダーの心得その1、ライダーはモンスターと絆を結んで自分だけのオトモンを手に入れること。君にはまだオトモンがいなかったよね。まずはオトモンになる卵を探しに行くことから始めるわ。卵探索には私のオトモンを使いなさい。この子はランマル。ランマル？ちょっと気性は荒いけど慣れてくるととってもライドしやすい子なの。君を見ていると初めてオトモンにライドした時のことを思い出すな。まあ私のことは置いといて、先に言っておきたいことがあります。オトモンは私たちの足となってさまざまな場所へ連れて行ってくれる。だけど道具じゃないの。命ある私たちの大事な仲間よ。オトモンをいたわり感謝する心を忘れちゃいけないわ。よし、分かってくれて嬉しい。じゃあこれライダーノートを渡しておくね。モンスターのことやライダーとしての心得が書いてあるから、メニューを開いてノートを読み返してみて。Klar, machen wir. それじゃ早速卵探索に出発。Auf zur Eierjagd. Wir brauchen starke Eier. Gut riechende Eier.Campmenü. Drücke Y, um das Campmenü zu öffnen und irgendwie auf Sachen hinzuzugreifen. Das Rider Notizbuch. Das Rider Notizbuch enthält Hinweise und nützliche Informationen. Schau es dir im Campmenü an, wenn du dir nicht sicher bist, wie etwas funktioniert. Alles klar. Wenn du für die Eierjagd bereit bist, triff dich mit Ranma und mir außerhalb des Dorfes. Wird das Vieh denn auch männlich und weiblich? Mit Wasser und kaltem Wasser und so. Ah, schade, so eine schöne Animes gibt es einfach nicht mehr. Das waren auch schöne Zeiten. So, Y. So, das ist das Camp-Menü. So, Kartenmodus. Fragezeichenmodus. Fragezeichenmodus, Objekte. Okay, wir haben ein bisschen was schon.Ausrüstung, schnelle Heilung. Heile Rider und Monster sich sofort. Eben. Nutzt der denn irgendwas dafür? Atemmodus. Dein Haus. Wir gucken uns gleich mal unser Haus an. Gebetstopf. Okay. Request, Status, Notizbuch. Sagte Notizbuch.Okay, da können wir später alles nochmal nachlesen. Kampf haben wir noch nichts. Gut. Wo ist unser Haus? Was ist das? Wohl auf einem Boot? Erbitterte Feline. Hallöchen. Wie geht es, das staubig? Können die Leute sich nicht sauber lecken, statt überall dreckige Pfotenabdrücke zu verteilen? Ja, das wäre lustig, ne? Ich wische durch dein Haus und richte es schön und einladend für dich her. Das ist ja schön. Borglose. Akolo ist ein Paradies. Den Schwanz runterlassen und die Sonne genießen. Ich glaube, ich bin zu erwachsen für dieses Spiel. Das ist, was ich mir täglich rund um die Uhr. Alles klar. Außer sie riecht gut dabei. Ich gehe mal ins Haus rein. Ruhe. Haben wir dann schon mehr Waffen?Ändere dein Aussehen inklusive der Farbe der Rüstung. Okay, das ist ja irgendwie wie. Okay. Wir müssen wahrscheinlich mit dem Großschwert leben am Anfang. Wie lustig ist denn das? Der hat ein Haus auf einem Boot und in seinem Haus ist das Bett ein Boot. Ein Boothausboot. Oh. Da war eine kleine Verzögerung, aber alles gut hier.
Gut, hier speichert. Sehr schön. So. Dann gehen wir nochmal auf die erste Jagd. Holen wir uns unser erstes Ei. Gebetstopf gucken wir nachher an. Insel Hakolo. Sehr idyllisch. Okay, es gibt einen Monsterbaum im südlichen Kamunawald. Da gehen wir hin. In Kamerunawald. Reading. Wie readen wir diesen Text? Nein, Wilding. Erkunden beim Wilding. Näher dich deinem Monster und drücke X, um aufzusteigen. Drücke nochmals, um wieder abzusteigen. Du kannst auch X benutzen, um dein Monster zu rufen, wenn es nicht in der Nähe ist. Warum sollte es nicht in meiner Nähe sein? Drücke, wenn du rennst, um es zu dir kommen zu lassen und direkt aufzusteigen. Oh, das machen wir gleich. Ja, wir machen gleich einen richtig epigen hier. Boah. Super geil. Oh, das ist. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, aber das gefällt mir schon echt cool. Gefällt mir echt cool. Ein Pilz. Blaupilz nehmen wir mit. Im Reiten. Wieso, dass man nicht alle Tiere hier mit den jagen muss wieder. Ja. Oh, endlich! Erz abbauen ganz schnell. Haben wir gleich noch Honig. Genau. Gemischter Honig. Pilze. Einmaliger Pilz. Aber ich habe ihn zweimal gefunden. Wenn nicht ein zweimaliger Pilz. Siehst du die Monster außerhalb des Baums? Uns an einen von denen vorbeizukämpfen ist ein gutes Aufwärmtraining. Klar. Wir sind ein Berserker. Wir nehmen alle Monster mit, die wir kriegen können hier. Ich denke mal, dass wir ja Erfahrungspunkte und alles sammeln müssen. Erstmal looten. Looten. Looten und leveln. Ja, Entschuldigung. So, dann gehen wir mal den ersten Monstern auf die Fresse. Für das wir ja angeblich nicht erwachsen sind, können wir natürlich ein richtig großes Schwert tragen. Ne? Und dazu, es riecht gut. Das ist ein Abtonot. Sie sind tolle Trainingspartner, wenn man gerade erst anfängt. Okay, lass mal sehen, was du und Ranma so können. Wähle Kampf, benutze dann einen Kraftangriff. Das werden wir tun. Okay, also es gibt sowas wie Schere, Stein, Papier hier. Dann machen wir nochmal einen Kraftangriff. So, wenn du und dein Gegner euch gegenseitig anvisiert, kommt es zu einer Konfrontation. Na toll. Kraft schlägt Technik, Technik schlägt Geschwindigkeit und Geschwindigkeit schlägt Kraft. Versuch es dir so zu merken. Naja, wir sehen die Dinge immer. So ist der nicht. Angriffsarten. Es gibt drei Arten von Angriffen. Das hat uns doch gerade eben erklärt. Ein dich anvisierten Gegner anzugreifen löst eine Konfrontation aus. Kampflinien zeigen an, wer anvisiert wird. Das Gewinnen der Konfrontation hat zur Folge, dass der Gegner erheblichen Schaden erleidet und dein Bindungsbalken deutlich aufgefüllt wird. Das ist doch schön. Jeder sollte einen Bindungsbalken haben. Gleich dann, aber wir sind doch trotzdem stärker als er. Okay, dein Gegner hat diesmal auch einen Kraftangriff benutzt. Deshalb ist es ein Unentschieden. Gut, er macht da kurz einen Prozess. Siehst du die Kampflinie? Die zeigt dir, wen das Monster mit dem nächsten Angriff anvisieren wird. Abtonort führen gern Kraftangriffe aus, habe ich recht? Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Na, ist ja was. So, Kraft, dann müsste ich einen Geschwindigkeitsangriff machen. Voll auf die Fresse. Du hast es geschafft. Scheint, als hättest du den Dreh raus. Das ist doch nicht so schwierig. Aber wir sehen gleich die Lebenspunkte nicht, ne?
Wenn du und dein Monster beide Angriffe mit einem Typvorteil nutzt, führt ihr einen Doppelangriff aus. Doppelangriffe fügen riesigen Schaden zu und weichen dem generischen Angriff aus. Sie steigern auch eure Bindung. Was hat der gerade gesabbert eigentlich? Habe ich gerade nicht gesehen. So, Doppelangriffe. Wenn du und deine Monster denselben gewinnen, das ist schön, dass man das, was sie gerade erklärt hat, gleich nochmal sehen kann. Oh, er sabbert ja richtig, der arme Kerl. Wir haben ihn zum Sabbern hier geführt. Doppelangriff. Geschafft. Du hast einen Doppelangriff ausgeführt. Den das Sabber aus dem Mund gehauen. Aber. Gute Arbeit. Ich wusste, dass du es schaffen würdest. Armer Kerl. Dein erster Kampf war ein furioser Sieg. Wir werden doch noch einen Rider aus dir machen. Das ist ja schön. So, ein bisschen Erfahrungspunkte, ein bisschen Geld bekommen, wo auch immer das Vieh das Geld her hatte. Bei Erfahrungspunkte und sonst nichts. Doch hier. Boah, es gibt auch noch eine Wertung, ein A. Entschuldigung, das ist kein S mal. Objekte. Regalit. Ja, spannend. Kann ich alle nehmen. Spannend. Wie viel Schwänze hat der denn? 3 Stück? Und rohes Fleisch. Mehr brauchen wir nicht. Gut riechende Eier und Fleisch. Gut gemacht, Neuling. Die Angriffsmuster eines Monsters zu durchschauen führt definitiv zum Sieg. Wenn du wenig TP hast, benutze ein Kraut aus dem Objektebereich deines Camp-Menüs. Okay. TP sind dann unsere Trefferpunkte. Der südliche Kamuna-Wald ist in Sicht. Benutze ein Kraut und lass uns gehen. Dann benutzen wir doch mal ein Kraut. Objekte. Out. Ich. Geheilt. Gut, das ist, glaube ich, der Kamuna-Wald. Sieht zwar wie eine Höhle aus, aber... Wir tun mal so, als wäre es ein Wald. Wir haben es geschafft. Lass uns zum Monsterbau gehen und uns ein Ei schnappen. Wow, da sind Monster im Weg. Wir müssen sie bekämpfen. Also ich sehe von hier noch kein Monster. Hier Steine mit. Looten. Ja, Honig. Akolo-Honig. Okay, ist ein anderer Honig. So, da haben wir die Viecher. Komm mal runter. Das sieht nach Omilweizen. Wird ja halt immer noch Tutorial sein. Gehen wir den Velocipray als nächstes an. Sie sind leichtfüßig und viel aggressiver. Ich überlasse dir auch diesen Kampf. Das ist ja schön. Das ist deine Chance, mir zu zeigen, was du drauf hast. Klar, machen wir. Ja, was nehmen wir denn da? Wir werden aber bestimmt Geschwindigkeit einsetzen. Technik, Sieg! Prima, du hast den Durchblick. Zack. Au. Als hättest du Schaden genommen. Zeit zum Heilen. Das habe ich doch gerade eben gemacht. Wähle Objekte und benutze ein Kraut, um dich zu heilen. Aber ich habe das doch gerade gemacht. Na gut. Out. Heilen. 50. So, dann weiter Technik. Das war's mit ihm. Frage ist, bleibt diese Anzeige hier, dass sie die Geschwindigkeit einsetzen? Ich weiß nicht, ob ich mir das alt merken kann. Jetzt geht's heiß her. Benutze doch einen Teil der Ladung deines Bindungsbalkens, um eine Fähigkeit zu entfesseln. Okay, wie können wir so noch Fähigkeiten einsetzen? Monsters wählen automatisch zu Beginn jeder Runde eine Aktion aus. Wenn du allerdings Monster im Kampfmenü auswählst, kannst du ihnen befehlen,
eine Fähigkeit zu nutzen, wenn du ausreichend Bindungsladung hast. Okay. Schauen wir nochmal. Monsties. Okay, die dürfen wir nicht machen. Nee, die dürfen wir anscheinend nicht machen. Gut, dann machen wir nochmal den Ladungstickling-Tee. Klasse, dieser Velocipway wusste nicht, was ihn da trifft. Super, du kommst richtig in Form. Level up. Sehr schön. Oh, A-Rang wieder. Soll für den S-Rang machen. So, und Kreischbeutel. Knochen und Schuppen, Schuppen und noch ein Kreischbeutel. Sehr schön. Klasse, so langsam hast du den Dreh raus, hast du nicht schon mal gesagt? Wir sind jetzt fast beim Bau, lass uns weitergehen. Klar. Haben wir noch eine lustige Säule? Okay. Keine lustige Säule. Klettern? Lass uns mal klettern, mal so weit. Vogel! Angriff! Na toll. Kein Gegner. Gut, dann... Einen Loot hier sehen. Eine Schlucht. Scheint, als müssten wir diesen Fluss überqueren. In Zeiten wie diesen ist dein Monster echt praktisch. Das ist ja schön. Widings. Gibt Aktionen wie Springen, Efeu klettern oder Fliegen, die du nur wegen dem Widing benutzen kannst. Welche Aktionen verfügbar sind, hängt vom Monster ab. Wenn es einen Ort gibt, den du nicht erreichen kannst, suche nach neuen Monsties, da sie genau die richtigen Fähigkeiten haben könnten, um dich dorthin zu bringen. Okay, wir müssen also wirklich verschiedene... Wenn du ein Monster reitest, das springen kann, drücke B auf einen deiner Steinplatte, um ihn mit einer normalerweise unerreichbaren Bereich zu springen. Reite auf Ranma auf die Steinplatte und drücke B zum Springen. Okay, aber wir können auch so springen. Hüpp. Boah, super Sprung. Und sie taucht einfach nicht mehr auf. Perfekt. Velocidrome sind super im Springen und wir Wilder sind super darin, das können unsere Monsties einzusetzen. Das können, ja. Ja, ist schön, dass ihr da gut drin seid. So, oh, schau mal, was hier wächst. Du kannst an Stellen wie diesen Kräuter pflücken und musst sie dann nicht kaufen. Na, ist das schön. Sammeln mit A. Na gut, das haben wir ja schon gemacht. Wir nehmen alles mit. Pilze. Wenn wir fertig sind, dann muss ich eine Spinne nehmen. Oder sagen. Wenn wir fertig sind mit dem Sammeln, muss das Ökosystem sich hier richtig erholen. Sammeln. Sammeln. Looten, looten, looten. Und Pilze. Königstrüffel. So, wo haben wir denn den Bau? Knochen. Hitlerknochen. Säule. So, das sieht wie ein Nest aus. Ja, was wohl ist ein Eierdieb? Es lebt. Sölle. Das sollte er ja nicht tun. Nein, du, Yami!
Ist Füße oder? Er hat irgendwie eine Katze aus. Oder sagen. Dachte ich, wäre erledigt. Und arme Kerl. Ja, der passt zu uns. ナビルー伝説のアイルって聞いたことないけど。 Ja, der passt zu uns, definitiv. So, kämpft sie jetzt auch mal mit, oder? Los geht's, überlass die Navigation einfach mir. Achtung, Gefahr, bleib zurück. Und klar, sowas wird er wohl tun. Ja, die anderen haben jetzt Geschwindigkeit. Wird bei ihm eher auf Kraft tippen. Technik. Alles klar. Kulukaku lieben es, Dinge in die Krallen zu bekommen und sie mit sich herumzutragen. Eigentlich ein Känguru. Du kennst dich echt aus mit Monstern, was? So, was hat jetzt Technik eingesetzt, ne? Also brauchen wir Kraft. Mann. Hast du nichts gelernt? Wie viele Punkte haben wir denn jetzt? 40, sieht man das eigentlich irgendwo? 27. Können wir die nicht einsetzen? Okay. Die lernen wir wahrscheinlich noch. Ich glaube, man kann halt gelesen, man kann auch einmal die Waffen wechseln, weil man, glaube ich, später noch so ein Waffenbonus kriegt. Auf bestimmte Gegner. Und dann taggeln wir immer gleich richtig. Oh, kacke, ich habe den Technik ausgewählt, ne? Ah, kacke. Deswegen noch einen von den anderen Kampf. Ja gut, ihm klärt das ja. Och, wie kacke war denn das jetzt? Also, was müssen wir einsetzen? Kraft, ne? Oh, okay, jetzt können wir den. Okay. Der Ladungsbalken einsetzt. Wir haben jetzt den Ladungsbalken, keine Ahnung, jetzt bekommen. Okay, dann machen wir das einfach. Gehen wir ihm mal so richtig auf die Fresse. Frag mich, ob er den Stein benutzen wird, um deine Angriffe abzublocken. Ja, das ist ja schön. Jetzt, wir müssen wohl erst was mit dem Stein tun. Wow, ein Schaden. Wird dir die Waffe, die du benutzt, wohl eher wenig nutzen. Zeit für eine stumpfe Waffe. Hier, nimm diesen Hammer. Eisenhammer erhalten. Das auch mitten im Kampf zwischen verschiedenen Waffen wechseln. Wähle Fähigkeiten und dann Waffe wechseln. Machen wir. Dann nehmen wir den Eisenhammer. So, dann machen wir einen normalen Kraftangriff. Ja, ein Stumpfangriff. Ich denke, das klappt. Immer weiter so mit den Hieben, Neuling. So, Teile und Physiologie. Die Physiologie von großen Monstern kann abweichen, was sich darauf auswirkt, wie effektiv Hieb, Stoß oder stumpfe Waffen gegen sie sind.
Hey, wir brauchen also wahrscheinlich auch dann immer drei Waffentypen am besten. Du kannst drei verschiedene Waffen ausrüsten, zwischen denen du im Kampf wechseln kannst. Schalte mit Y oder in den Fähigkeiten im Kampfmenü zwischen den Waffen hin und her. Versuche mit verschiedenen Waffen anzugreifen, um herauszufinden, welcher Waffentyp gegen welche Monsterphysiologie am effektivsten sind. Heile brechen. Bringe den Balken eines Monsters auf 0, um es zu brechen. Du kannst für jedes gebrochene Teil am Ende des Kampfes fallengelassene Objekte erhalten. Heile zu brechen kann Monster umwerfen oder sie von der Nutzung bestimmter Fähigkeit abhalten. Ach gut, und wie kann ich... Also die anvisieren, oder? So. Brauchen wir einen Plan, um das Ding zu erledigen. Denk jetzt nicht zu viel drüber nach. Los, greif einfach an. Boah. Versuche mit verschiedenen Waffen einen Körperteil anzugreifen. Zertrümmere ihn mit den effektivsten Waffen. Okay. So, da oben ist dieser Balken. Das hat ihn gesehen. Dafür, dass du nur so ausrastest, machst du keinen Schaden. Wieso sitzt die jetzt auf dem drauf? Ist das klug? Ist das nicht klug? Naja, machen wir einen Stein kaputt jetzt. Da! Treff sicher, Kumpel, du hast einen Körperteil zerbrochen. Na, sehr schön. Oh ja. Alle Angriffe auf einen umgeworfenen Gegner sind kritische Treffer. Sie werden auch eher Objekte fallen lassen. Ja, das war's mit ihm, oder? Hartnäckig. Sehr hartnäckig, aber wir können bestimmt jetzt. Ach, ja. Warum darf ich denn keine Fähigkeit einsetzen? Achso, dann sollte ich jetzt... Ah ne, ich kann jetzt nicht mehr wechseln, ne? Einfach angreifen. Oh, ein Kritik, 24. Na toll. Da steht er wieder, aber er sabbert, sehr schön. Darf ich jetzt... Nein, darf ich nicht. Das wollen sie nicht. Immer hoch mit dem Hammer. Entbindungsbalken ist voll. Right on. Das ist deine Chance. Alles klar. Okay, er ist jetzt voll. Winding verbessert deine Bindung, aber Vorsicht, du wirst abgeworfen, wenn du zu oft eine Konfrontation verlierst. Ja, das machen wir ja nicht. Winding im Kampf, sobald deine Bindungsbalken voll ist, kannst du deinen Monster reiten. Winding stellt die Gesundheit des Monsters um einen Betrag wieder her, der der Gesundheit seines Riders entspricht und füllt die TP des Riders vollständig wieder auf. Außerdem stärkt es Angriff und Verteidigung. Objekte können auch während dem Winding benutzt werden. Okay, also macht es wahrscheinlich eher Sinn, immer zu warten, bis das Ding wirklich voll ist und dann ruf auf den Dino. Mächtige Bindungsfähigkeiten können nur beim Winding benutzt werden. Eine Konfrontation während dem Winding zu gewinnen erhöht deine Bindungsstufe und Verbindungsfähigkeiten werden noch stärker. Absteigen. Nach dem Nutzen einer Bindungsfähigkeit steigst du automatisch ab. Wenn du deine Gesundheit auf 0 sinkt oder auf eine Konfrontation zweimal verlierst, wirst du von deinem Monster geworfen, aber du verlierst keine Herzen. Das ist ja schön. So, eine Bindungsfähigkeit zeitgleich mit einem Kampfgefährten zu benutzen, löst eine mächtige Doppelbindungsfähigkeit aus, die alle Gegner trifft. Ja, das werden wir bestimmt jetzt mal machen. Ja? Okay, zeigt diesem Monster die Stärke von Teamarbeit. Bindungsfähigkeit. Machen wir. Boah. Okay.
Ja. Da kann man nur glücklich sein, dass die Viecher das normalerweise nicht können. So macht man das. Du hast den Kulu Yaku besiegt. Das war förmlich tatzentastisch, Kumpel. Sehr schön. Aber fast ein S-Rang. Gut, Eisen, Eisen, Leder, Leder, hat einen Schnabel. Oh, setz dich verliebt in uns. Okay, er wird immer sympathischer. Nanika tabesasete kurette, sunao ni ieba ii no ni. Oh, das riecht gut. Es ist stark und riecht gut. Oh, süße Heimat, komm, lass uns dein Ei ausbrüten. So sagt man das heute. Komm zu mir zur Anlage über den Stallungen. So. Zu den Stallungen. Hier ist der Gebetstopf. Er sieht ja voll vertrauenswürdig aus. Achso, läuft die Katze uns hinterher? No! Kommt da gar nicht, komm hinterher! Was ist das süß? Will ich den irgendwie tragen? Was ist das süß? So, was hier? Ach, hinter den Stallungen. Hinter den Stallungen. Okay, also nicht ganz hinter den Stallungen. Oberhalb hinter den Stallungen. Oh, er hat einen Donut bekommen. Mingoto doch. Nur vier Finger? Ein Assassine. この卵を見つけたのはお前なのか?ああ、そうだぞ。俺は違いがわかるアイルだからな。なるほど。ケイナの言う通り変わったアイルだ。だが、確かに見る目はあるようだな。これは見事な卵よ。立派なお供が誕生するだろう。 どんなモンスターが誕生するのかしら。ウキウキワクワクだね。さ、卵の前に立って。Hey, mein Name ist Osus. Du bist ja halb Monster, oder? わあ。何やってんだ?島に伝わる祈りの舞を船の安全を祈る時や、お供が無事に生まれてくるように祈る時に舞うの。なあ。さあ、絆石を掲げて、絆石の力でお供を目覚めさせるの。 Und klar. Daijoubu. Shinjite.
Ein Kudu Yaku ist geschlüpft. Kulu Yaku, Stufe 1. Okay, Schwachpunkt Wasser. Gut in Angriff und Verteidigung. Oh, Name bearbeiten. Oh, wir könnten den allen ganz viele lustige Namen geben. Wir könnten es aber auch lassen. Artet in Arbeit aus. Wenn wir mal Judith haben, irgendwie so richtig Judith. Können wir das vielleicht mal machen. Lassen Sie mich nicht an. もしかしてランマル一緒にいたいの？何それ？私にはそんなに懐いてくれなかったじゃない。ランマルも見る目があるみたいだな。あんたはちょっとガサツそうだから。何よそれは？ わかった、風の口聞いてくれちゃって。まあいいじゃないか、ケイナ。ちょっと悔しいけど、君たちの絆の力を見ちゃったから返してくれとは言えないな。ランマルのこと任せたわよ。ランマルもこの子と一緒に成長するの。いいわね。 Oh, oh, oh. Ach, schöner Humor. Richtig, du hast Ranma jetzt auch als Monsti. Also was sollte ich dich als nächstes tun lassen? Ah, gutes Timing. Es gibt einen neuen Monsterbaum, Muaida-Aussichtspunkt. Übersuchst ihn doch für mich. Muaida-Aussichtspunkt? Das erinnert mich an alte Zeiten. Das ist wie ein Initiationsritus für neue Rider. Dein Großvater hat mich ganz allein dorthin geschickt. Denn damals konnte ich noch nicht so gut mit Ranma umgehen. Der Ritt war der reine Nervenkitzel, das sage ich dir. Alle Rider sind eines Tages auf sich allein gestellt. Das ist deine Chance, dich zu testen. Aber kein Grund zur Sorge. Meinst du nicht, Kaina? Oberhaupt Gaara hat recht. Du magst noch ein Frischling sein, aber ich traue dir zu, das allein zu über. Ja, du schaffst es schon. Oh, und du wirst Ranma brauchen, um da hochzukommen. Der kleine Racker liebt es, hochzuklettern. Ich werde dir auch helfen. Sag einfach Bescheid, Kumpel. Okay, bevor du gehst, gebe ich dir noch eine Lektion mit. Kombinieren ist als Rider auch wichtig. Du kannst viele Objekte herstellen, die dir im Feld oder im Kampf helfen. Wähl einfach kombinieren vom Camp-Menü aus und verbinde mehrere Objekte zu etwas Neuem. Nimm dieses Kombi-Rezept und versuche einen Trank herzustellen. Die Zutaten zu finden sollte nicht zu schwer sein. Oder bald richtig den Rucksack hier für die ganzen Bücher. Ich sollte dir auch was über das Questbrett erzählen. Triff mich dort, wenn du für deine nächste Lektion bereit bist. Ah, ein Buch. Ja. Dabei. Aussichtspunkt Ausblick. Nachdem du dein eigenes Monster erhalten hast, brichst du als frischer Rider in den Wald auf, wo du Naviru triffst, eine legendäre Feline, die einst die Welt rettete. Zumindest behauptet er das. Ihr werdet Partner und brecht auf, um den Rider-Aussichtspunkt gemeinsam zu untersuchen. Mein Gott, wie viel denn noch? Stallungen. Besuche die Stallung, um deine Monster ins Eier zu verwalten. Alt klar. Gute Eier aus, Namen geben. Wenn du den später hin möchtest, kannst du das im Menü. Okay, wir können den auch später noch benennen. Wähle Monster in deinen Gruppen aus. Genau, machen wir. Machen wir. Eierkarton. So.
Ich hoffe, das war nicht so wichtig, ich habe nicht alle gelesen. So. Wie in Stall und kannst du Eier ausbrüten und dich um deine Monstis kümmern. Ziemlich fantastisch, ne? Tatzig. Gruppe. Tausche Monster in deiner Gruppe gegen andere aus. Stallungen, drücke häufig genutzte Gruppen. Ja, naja. Also wir können 5 Monster mitnehmen. Der kann springen, okay. Und der hat Nestsuche. Wenn wir uns die Fähigkeit irgendwo setzen. Und dem ganzen tätigen. Und die, genau, irgendwie haben die Monster alle so einen Genpool im Hintergrund. Was man nachher mal züchten, sich die ultimativen Viecher züchten kann. Da müssen wir mal schauen. Da werde ich bestimmt mir mal irgendwann ein Tutorial mal reinziehen. Um das Beste draus zu machen. Ja, wie kann ich denn jetzt? Ah, hier. Hier, Nestsuche. Drücke B, um Monsterbau und Eier zu finden und auf der Karte zu markieren. Sonst die Funde deines Monsters werden auch angezeigt. Okay. Drücke B auf Steinplatten, um Lücken zu überspringen, die du sonst nie überqueren kannst. Drücke B für kleine Sprünge. Alles klar. Kann man die irgendwie die Reihenfeuer erinnern? So, den 4 jetzt als erstes nehmen. Jetzt sehe ich, okay, die haben auch immer die, die Attribute hier, ne? Der macht jetzt Technikangriff, der macht Geschwindigkeitsangriff. Wir brauchen also zukünftig auf jeden Fall alle drei Techniken. Und dann hatten wir noch 2 Platz frei für irgendwie sowas wie Springen und Fliegen und sowas, wo wir mehr drauf achten können. Okay. Monstis verwalten. Wähle um ihre. Okay. Hältst du von der Melynx GmbH? Ein Stallungenentwurf. Kannst du deine Stallung erweitern? Was hier möglich mit Monstis zu halten? Okay. Wie viel Platz haben wir denn? 12. Alles klärchen. Gut, dann nehmen wir mal speichern. Speichern. Ja. Überschreiben. So. Damit endet die erste Folge Monster Hunter Stories 2 für uns. Ja, wir haben jetzt erste Ei ausgebrütet. Die ersten Kampferfahrungen. Ich denke mal, wir sind jetzt erstmal mit dem hauptsächlichen Tutorial durch. Und können jetzt in der nächsten Folge richtig durchstarten. Dann vielen Dank, dass ihr zuschaut habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann.